Willkommen zurück bei Rheinsport, liebe Zuschauer. Im Hockey hat an diesem Wochenende die Hallenrunde angefangen. Und in der ersten Bundesliga, da sind direkt mal der DHC und Schwarz-Weiß-Neuss aufeinander getroffen. Die Düsseldorfer haben das Derby mit 9:3 für sich entschieden und erstmal die Tabellenführung übernommen. Nach dem ersten Spieltag ist das aber noch weniger aussagekräftig. Aber auch in der zweiten Liga hat es ein Derby gegeben, und zwar ein innerstädtisches. Da hat nämlich der Düsseldorfer Sportclub 99 den DSD aus Düsseldorf empfangen. Für beide Teams geht es in dieser Saison in erster Linie darum, die Liga zu halten. Das ist erstmal das primäre Ziel. Bei 10 Spielen, die in der Hallenrunde nur gespielt werden, ist es aber wichtig, dass man jeden Punkt mitnimmt, den man kriegen kann. Der zweite Spieltag in der zweiten Bundesliga, und da hat dieses Aufeinandertreffen gleich eine doppelte Brisanz. Denn neben der Tatsache, dass es ein Derby ist, haben beide Mannschaften ihr erstes Spiel in der Hallenrunde verloren. Die Gäste unterlagen bereits am Freitag gegen Gladbach. Der DSC musste sich tags darauf knapp in Oberhausen geschlagen geben. Beim DSD gab es 7 Neuzugänge. Einer von denen ist Torwart Gunnar Sohlmann, und der wird direkt mal geprüft von Benjamin Wolfertz. Schöne Szene gleich zu Beginn der Partie. Der Gastgeber bleibt auch erstmal am Drücker. Diese Weitergabe wirkt erstmal verunglückt, entpuppt sich aber als Glücksgriff, denn Sohlmann bringt Tom Meisen ins Spiel, und der sagt vielen Dank für die Blumen. Der Gastgeber führt mit 1:0. Sohlmann tritt den Ball ausgerechnet zu Meisen. Dem ist dann auch egal, dass er eine 1:3 Gegensituation bewältigen muss. Keine 10 Minuten später hat der DSC eine Strafecke, und die nutzt erneut Tim Meisen. Er baut die Führung aus. Der Sportclub auch danach weiter offensiv, setzt den Gast früh unter Druck. Der kommt hier nur mit einem Ball in die Tiefe weiter, aber der kommt ganz genau an. Und zwar bei Rashid Sadou. Und der Neuzugang verkürzt auf 2:1. Und nach dem Wechsel legt der DSD nach und gleicht aus. Lukas Roloff mit dem 2:2. Der DSD ist wieder da. Allerdings gibt es keine 2 Minuten später die nächste kurze Ecke auf der anderen Seite. Und die nutzt Carsten Kaltenbrunn zur erneuten Führung für die Schwarz-Weißen. In der Halle an der Diepenstraße geht es dann Schlag auf Schlag weiter. Mario Stümpel mit der Balleroberung, und dann wird umgeschaltet. Wieder Stümpel, und der belohnt sich selbst für die Balleroberung und erhöht bereits auf 4:2. Innerhalb von 2 Minuten erspielt sich der DSC nach dem Ausgleich wieder einen 2-Tore-Vorsprung. Und Mario Stümpel ist auch in der nächsten Szene der ausschlaggebende Mann. Wird von der DSD-Verteidigung sträflich alleine gelassen. Und dann kommt er eben an den Ball und hat alle Zeit der Welt, um sich eine Ecke auszusuchen. Und das macht er auch. Links oben schlägt der Ball ein. Das könnte eine Vorentscheidung sein. Die Gäste müssen jetzt eine Reaktion zeigen. Noch sind 10 Minuten zu spielen, und mit dieser Ecke verkürzt Sebastian Pelzer immerhin schon wieder. Nur noch 3:5, und wie schnell das beim Hallenhockey geht mit den Toren, hat allein dieses Spiel schon zur Genüge gezeigt. Die Gastgeber müssen jetzt ein Zeichen setzen, nicht dass dieses Spiel nochmal aus der Hand geht. Dann ertönt ein Pfiff, und es gibt 7 Meter. Der Unparteiische entscheidet in dieser Situation auf Foulspiel. Und so gibt es ein 1:1 von der Linie. Gunnar Sohlmann in Erwartung. Er kann seine Mannschaft jetzt im Spiel halten. Aber er zieht den Kürzeren gegen Mathis Steindor. Ganz routiniert. Und das muss die Vorentscheidung sein. Aber der DSD will sich nicht geschlagen geben, zeigt weiterhin Kampfgeist. Noch einmal ist es Rashid Sadou, der es aus spitzem Winkel probiert. Aber der geht daneben. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Allerdings grenzte es mittlerweile an ein Hockeywunder, sollte der DSD hier noch was mitnehmen. Sebastian Pelzer kann auch in der Schlussminute noch auf 4:6 verkürzen. Das ist dann aber auch der Endstand, mit dem nur der DSC zufrieden sein kann. Ich glaube, wir haben ein sehr mitreißendes Spiel gemacht, haben offensiv sehr stark agil agiert und haben das taktisch wirklich gut gelöst, dass wir den DSD auch wirklich Probleme gestellt haben und sie immer wieder gezwungen haben, auf was Neues zu reagieren. Ich glaube, das war auch im Endeffekt der Schlüssel. Dass das Spiel so schwer wird, war jetzt keine Überraschung. Wir haben uns das Spiel von Oberhausen gegen DSC angeguckt, und
dass das eine starke, erfahrene, eingespielte Mannschaft ist, die vor allen Dingen hier in der eigenen Halle es jedem Gegner schwer macht und uns auch die letzten Jahre immer. Hat mich jetzt nicht überrascht und eigentlich ist das Spiel so ein bisschen gelaufen wie die letzten Auswärtsspiele hier auch. Und von daher weiß ich jetzt nicht genau, woran es lag, aber der DSC war vielleicht das Stück weit erfahrener, ein Stück weit geiler vor dem Tor. Der Wille versetzt ja bekanntlich Berge und in diesem Fall bringt er auch Bälle im Tor unter. Am Sonntag waren es auf Seiten des DSC 2 mehr. Dann sage ich Ihnen noch ganz kurz, wie es in der Tabelle aussieht. Nach erst 2 Spieltagen belegt der DSC mit 3 Punkten den 4. Platz und der DSD ist ohne Zähler letzter.